das Greifen mit der rechten Hand. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt so zugreifen, wie der Affe hier so zugreift. Ne? Und ihr seht jetzt schon, wenn ich das mache, habe ich so einen Faustschlussgriff, wo auch mein Daumen immer mit zugeht. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt hier so rumgreife, geht der Daumen runter. Wenn mein Supporthand hier ist und ich greife so zu, drückt er mein Supporthand runter. Das machen einige von euch noch. Das müsst ihr abstellen, okay? Das zerstört euch, ihr baut den Grip gut auf und dann gebt ihr ein paar Schuss ab und dann wird immer mehr gegriffen und ihr schiebt euch runter. Zudem, wenn der Daumen runter geht, mache ich hier hinten wieder Platz und die Waffe kann sich in der Hand wieder mehr bewegen. Wollen wir nicht, okay? Das ist Punkt 1, müsst ihr euch merken. Für viele ist es eine gute Hilfe, wenn man sagt, naja, wenn du so zugreifst, versuch mal, das hier zu machen, die Waffe so zu klemmen, ja? Weil es ist gar nicht notwendig, um die Waffe rumzugreifen. Das brauche ich nicht. Ich muss die Waffe klemmen, ja? Sprich, ich brauche hier vorne Druck, ich brauche hier oben Druck. Das reicht vollkommen aus. Und das Schöne ist, wenn ich das so mache, ist der Zeigefinger frei. Probier das mal aus, okay? Die Waffe nicht so zu greifen, sondern eher so zu klemmen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Armhaltung, ja? Viele versuchen, die Arme so hochzunehmen, die Ellbogen hochzunehmen. Und jetzt seht ihr schon, wenn ich die Ellbogen hochnehme, man sieht es von hinten ganz gut, macht doch hinten die Waffe auf. Wenn wir aber hinten eigentlich viel Kontrolle an der Waffe haben wollen, also sprich möglichst viel Kontakt mit der Supporthand, macht es eigentlich keinen Sinn, hier aufzumachen und die Waffe hier wieder freizugeben. Schaut, dass ihr hinter die Waffe Druck bekommt. Und das schafft ihr, das seht ihr, Ellbogen oben, löse ich meinen Griff an der Waffe. Und wenn ich die Ellbogen runterbringe, dann bringe ich Druck hinter die Waffe. Und ihr müsst euch vorstellen, stellt euch mal vor, ihr wollt hier so eine, wie wenn ihr hier eine Walnuss zerbrechen wollt. Das ist so das Gefühl, was ihr haben müsst. Ja? Hier muss Druck rein. Hier muss Druck rein. Okay? Und der dritte und letzte Punkt, den ich euch jetzt noch mitgeben will, ist, wir haben uns über die rechte Hand gesprochen. Die soll ja locker sein. Klemmen, Ellbogen runter. Und jetzt habe ich bei einigen gesehen, die haben das mit der linken Hand noch nicht so geglaubt. Ne? Also die linke Hand ist wirklich das Element, was die Waffe festhält. Ihr müsst da wirklich, wirklich Kraft aufwenden. Die linke Hand stört auch unseren Abzug dann immer. Deswegen könnt ihr da wirklich Gas geben. Und um euch das mal zu zeigen. Genau, ihr geht jetzt am besten alle mal auf die rechte Seite, weil dann seht ihr es, weil ich ja mit der linken die Waffe halte. Und ihr seht, ne, ich habe diese 45 Grad, ich bin hoch an die Waffe und ich ziehe jetzt nur mit der rechten Hand ab. Schaut mal, was die Waffe macht. Das Trefferbild ist vorne gar nicht so wichtig, aber schaut mal, was die Waffe macht. Gar nichts. Okay. Was macht die Waffe? Nicht viel. Nicht viel, ne? Jetzt passt mal auf. Rechte Hand. Wie ich das mit der rechten Hand halten kann. Was macht sie da? Mehr als vorher. Mehr als vorher. So kann ich sie mit der rechten Hand festhalten. Und ihr hört es auch von der Frequenz, es dauert länger, bis ich wieder meinen Punkt auf dem Ziel habe. Also sprich, ich habe nicht so viel Kontrolle. Ja? Jetzt nochmal zum Vergleich. 45 Grad oder Finger sind horizontal. Ich habe immer mal Angst, dass sie mir aus der Hand fällt, weil das wirklich fühlt sich beschissen an. Aber schaut mal, was das für einen Unterschied macht. Keine Chance. Keine Chance. Deswegen merkt euch, wirklich geht hoch, schaut, dass ihr die 45 Grad habt, packt wirklich zu, mit der linken Hand könnt ihr Vollgas geben. Was ist denn da los? Mit der linken Hand könnt ihr Vollgas geben und dann könnt ihr auch die nötige Kontrolle auf die Waffe ausüben. Okay? Linke Hand wirklich. Power Grip und rechte Hand locker.